Zup, und weiter geht's. Der Versuch, alle Kisten zu holen. 125 Stück fehlen uns noch. Irgendwo habe ich vom letzten Mal einen übersehen. Déjà-vu-Erlebnis von, ich hole jetzt alle Kisten mit perfekten Relikt und sowas. Aber auch da kann ich mich nicht dran erinnern, welche Kiste das immer war. Es war irgendeine Banalität. Die ich wahrscheinlich irgendwie nach dem Checkpoint nicht nochmal geholt habe oder sonst irgendwas. Behaupte ich einfach mal. Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Hilfe! Mein Sterben ist kein Problem. Ich kann hier so oft sterben, wie ich möchte. Wie lustig bin. Aber dennoch, ne? Aber was mich erstmal beruhigt, ne? Ich meine, ich nehme jetzt seit 2,5 plus jetzt heute nochmal 2 Parts, also 3 Stunden auf. Davon ungefähr, ja, sagen wir 1,5 bis 1,75. Jetzt wieder mit dem neuen Grabber, dass ich euch auch Level, die in 60 Frames zumindest läuft, auch in 60 Frames zeigen kann. Und Filter und sowas. Und ich hatte noch kein einziges Mal Schwarzbild. Ich weiß nicht, was ich. Also ich habe eigentlich wirklich nichts anders gemacht als vorher. Aber irgendwie scheint das Problem mit gelöst zu haben von selbst. Ich finde es halt erstmal alles andere als schlecht. Das war schon immer nervig. Und ja, also beschweren will ich mich auf jeden Fall nicht. So. Checkpoint. Ich sollte mir mal vielleicht mal so ein paar Meilensteine aufzeigen. Also, sprich, welche Stelle bin ich, wie viele Kisten habe ich. Das habe ich eigentlich beim Planrelikten auch immer so gemacht, dass ich dann immer an einer bestimmten Stelle gesehen habe, okay, wie viel Zeit hat. Das habe ich, glaube ich, sogar auch beim ersten Level, was ich auch mit euch zusammengeholt habe, gemacht. Wobei bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ist ja auch egal. So, ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass wir jetzt hier alles bekommen. Ach ja, oder ich. Ist ja auch egal. Ich muss mir eigentlich mal merken, was habe ich vor dem Check oder nach dem Check geholt und was eben nicht. Sieht's denn aus? Okay, jetzt habe ich hier schon die 2 Tode. Alter, ist ja auch echt egal. Sowas kann zum Beispiel auch einfach passiert sein, dass ich dann in einer Stresssituation einfach durchgebamst bin, davon ausgegangen bin, dass ich eine Kiste getroffen habe, die ich auch gesehen habe, die aber im Endeffekt gar nicht getroffen habe. So, dass dann irgendwie vielleicht eine blöd platzierte Kiste irgendwo ist. So, fand ich hier keine. Ich habe mal kurz vorne nur an der Wand geguckt. Einen letzten Blick noch einmal wagen, bitte. Nein, das nicht. Gut. So. Ach, wieder unclever von mir, aber ist ja egal. Hätte ich erstmal den Checkpoint machen können. Oder den Bonusbereich. Ich versuche jede Kiste mit Sprung kaputt zu machen. Ich hoffe, dann noch irgendwas weiteres zu finden. Das kann durchaus in so einer Stelle gewesen sein. Aber hier habe ich ja letztes Mal alles abgekapselt hier eigentlich, ne? Ich will es nochmal versuchen, tut mir leid. Was kann ich eigentlich so weiter? Fuck you! Das war aber auch echt ungünstig von der Platzierung her. Und vom Timing. Aber gut, dass ich dann hier einen Checkpoint geholt habe, ne? Ja, ich habe nur hier jetzt die Befürchtung, auch wenn ich das Level jetzt gleich nochmal beenden werde, also mir wird was fehlen, Und wenn das so ist, dann gucke ich nach. Also, dann will ich das jetzt heute nicht mehr machen, dann hebe ich mir das fürs nächste Mal auf. Aber ich würde die Welt gerne auch komplett abschließen. Das ist halt so ein bisschen mein Bestreben gerade. So. Hallo. Hasi Goreng. War hier bei den Mopeds irgendwas? Keine Ahnung. Shake ya booty. Auch nix. Ist auch nix. Hilfe. Hilfe. Ruhe. Entschuldigung, mich verschluckt. So, ist hier nur irgendwo eine Kiste. Irgendwie, irgendwo. Ah, okay, ich komme auf jeden Fall nicht weg. Was? Ich war doch nur im Luftbereich des, führe mich zurück. Bring me back home. Bereiches. Unfassbar. Nun gut. Nur einmal kurz gucken, ob hier eine Kiste ist. Ich mag das Level nicht so gerne. Also ich möchte das eigentlich ungern jetzt 1000 Mal machen müssen. So, ich werde hier auf jeden Fall jede Kiste per Sprung kaputt machen.
Eins, zwei. Genau, das, die Kisten haben auf jeden Fall gefehlt, meine ich. Also damals, als ich die perfekte Relikte gemacht habe, wo man merkt. Dann mache ich die jetzt hier alle kaputt, schön. Ne? Auch kaputt. Ne, das war nur eine normale. Das war eine Hypothese, dass ich hier vielleicht auch noch irgendwas war, was mich hätte glücklich stimmen können. Ah, okay, dann war es wahrscheinlich die Kiste. Ja, ist in Ordnung. Von wegen, muss ich zurückgehen? Nein, ach nee, ich glaube gar nicht, wo ich zurückgehen musste. Entschuldigung. Sorry. Hier gab es ja gar nichts. Das wäre natürlich auch noch so eine Sache gewesen. Shit. Das ist ärgerlich. Nun ja. Oder halt hier irgendeine Sache, wo ich dann irgendwie nicht zurückgegangen bin, um dann eine Kiste kaputt zu machen, weil ich erstmal einen Haifisch kaputt gemacht habe. Das habe ich auch damals immer so gedacht. Ich weiß nicht. Da sehe ich jetzt natürlich auch nicht viel, ne? Ach, shit. Weil da unten was Blaues war. Ich habe gedacht, das ist vielleicht, da schimmert irgendwie eine Kiste durch. Oh Gott. Ich müsste es nochmal machen. Oh Gott. Wegen meiner Experimentierfreude. Naja, okay. Aber jetzt kommen wir hier zumindest ein bisschen schneller durch. Ich weiß nicht, wo mir die fehlt, um ehrlich zu sein. Scheiße, ey. Ich meine, die Fallkiste selbst habe ich letztes Mal auch kaputt gemacht. Es kann ja sein, dass ich die aber vergessen habe. Entschuldigung. Vielleicht habe ich doch ein bisschen erkältet. So, aber die Nase ist jetzt zumindest frei. Vielleicht einfach alles in den Rachenbereich runter und deswegen muss ich jetzt husten. Ja, ja. Ich lasse euch in meinem Leben teilhaben. Ich muss hier von der Seite mal sehen. Aber auch keine Kiste, Hilfe. So. Es war vielleicht gut, dass die TNT-Kiste da jetzt weg ist. Nee, eigentlich scheißegal. Sieht aus. Was ich da sehe, ist die Plattform höchstwahrscheinlich, ja. Ich habe da so eine Befürchtung, muss ich sagen. Wirklich eine schlimme Befürchtung. Das ist nämlich, dass das Ergebnis gleich sein wird wie beim letzten Mal. Scheiße! Oh Gott! Kiste kommt zurück, sehr gut. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Die habe ich auf jeden Fall auch kaputt gemacht, das weiß ich auch noch. Tja, ne? Scheiße, 26 Kisten. Keine Ahnung, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Ich weiß nicht. Trotzdem machen. Und weiter geht's. Und sind keine Kisten. So, dann sind es jetzt noch 22. Okay. 21, 20, 19. Bleh. 17. 16. 15. Hier denkt sich auch, oh, guck mal, Dennis kann ja zählen. Immerhin sind auch 12, ne? Okay. Kurz ab, um uns ja nicht schwerer zu machen, als es sein muss. Und. Das ist doch gut. Das gefällt. So muss das sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wobei, ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt sogar eine mehr als vorher, oder? Ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass ich irgendwo eine Nitro-Kiste kaputt gemacht habe, die vielleicht vorher nicht kaputt war. Ich meine, vorher hatte ich 100... Oh Gott, scheiße, welche Nitro-Kiste ist das? Fuck. Ich weiß es nicht. Ach, wir werden sehen. So, zwei. Auf jeden Fall sollte ich jetzt hier beim Bosskampf aus irgendwelchen Gründen verkacken, ne? Und ich wach wieder beim Jackpot auf und mir fehlen halt drei Kisten. Muss ich halt nur drauf achten. Ja, komm, renn da bitte einfach rein. Dankeschön. Brenja!
So. Wunderbar. Hast rein. So, Nummer 1. Nummer 2. Okay, kriege ich jetzt leider so ohne weiteres nicht rein. Jetzt bitte mach mich glücklich. Komm schon. Bitte. Ja! Ich habe keine Ahnung, was ich anders gemacht habe als vorher, um ehrlich zu sein, ne? Aber genauso war es auch beim perfekten Relikt. Also glaube ich einfach mal. Ich behaupte es jetzt mal. So kackenreist. Oh, wir haben die Welt fertig. Zwei, also eigentlich drei Welten abgeschlossen, weil in der ersten Welt, das letzte, was mir noch fehlt, hebe ich mir ja bewusst auf. Bewusst? Oh Gott. Erstmal gucken, ob ich da gleich auch Haken habe. Schön, echt schön. Freut mich. So. Und? Ah, 70% haben wir jetzt auch schon. Und wir haben überall Haken. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Warum habe ich hier keinen? Das macht noch. Warum habe ich hier keinen? Das macht keinen Sinn. Ah, schön, schön, schön. Ja, auf in die Friedfälle. Nächste Welt. Es wird orientalisch. Gut, womit fangen wir? Ach komm, wir fangen einfach jetzt hier mit an, mit dem Wirbeltier. So wie es auch die Reihenfolge ist. Also ist ja jetzt nicht ganz die Reihenfolge, so wie wir es durchgespielt haben, weil einige Charaktere hatten wir zu bestimmten Zeitpunkt noch nicht, deswegen hätte ich auch ruft der Beute war das nicht, wie hieß das denn? Setzt die Segel, glaube ich, noch gar nicht machen dürfen. Weil Dingo, der kommt ja erst in der fünften Welt, ne? Aber, ja, so halbwegs chronologisch wenigstens. Okay, Wirbeltier, das war auch das, wo wir genau gleich mit der Torna unterwegs sind, über die... Ach, ja, okay. Da kann ich mich auch noch an Kisten erinnern, die ich gerne übersehen habe, was eine ähnliche Sache war wie in dem letzten Level, nämlich ich meine eine Kiste, die mich einfach sehr, sehr weit nach oben führt. Oder war das so? Ich weiß es nicht mehr. Okay, was ist das jetzt für ein Filter? Vintage Look? Ach, wir haben jetzt... Ach so, stimmt. Ach, die haben wir jetzt auch, ne? Richtig. Also ein bisschen gezeichnet, ne, sieht das aus. Sieht ganz geil aus. Hilft aber nicht, weil ich brauche deutliche Sicht. Das ist hier alles ein bisschen verwaschen. Aber okay. Ich werde mich damit schon irgendwie arrangieren. Ah, vom Alter, mit dem hier. Boah, mit dem hier die versteckten Sachen zu holen, ey, da bleiben wir. Oh. Nee, will ich nicht. Wirklich nicht. Boah. Da sind ja zig Möglichkeiten offen. Zum Beispiel, man kann in die Kamera springen. Muss sie kaputt machen. Checkpoint! Ja, das war vielleicht ein bisschen blöd von mir. Ich hoffe, das nicht. Nein! Es ist so dumm. Entschuldigung. Ich hätte einfach mal so gucken können, ne? Es sieht auch so aus, als wenn die Linse ein bisschen dreckig wäre teilweise. Also unsere... Ne, ich sag mal, unsere Linse quasi. Linse Lohin. Ach, Nase. Entschuldigung. Gab es noch ein bisschen was? Ein bisschen was ist gut, ne? So. Warte. So, okay, das bringt leider nichts. Wo? Warum war ich. Wo warst du, sag mal? Habt ihr gesehen, wo der hingeflogen ist? Der Sack. Ich meine, die Tode, die ich jetzt hier erleidet habe. Na gut, erstmal selbst schuld und halt aber auch nur aus, ne? Wo ist der versteckte Edelstein resultiert? Wir haben halt zu sehr versucht, das Level nur einmal besuchen zu müssen. Das ist oftmals die Konsequenz, dass man es deswegen mindestens ein zweites Mal besuchen muss. So, nur einmal den Blick immer noch schweifen lassen. Ich hoffe mal, vielleicht ist der versteckte Edelstein jetzt hier besonders hervorgehoben. Bestimmt, Dennis, klar. Ach, guck mal, die Dinger da links habe ich noch nie gesehen. Diese die sind außer Atem, weil die jetzt erstmal pupsen müssen. Feuerwerkskisten. Klappe. Wie sieht denn hier aus? Wunderbar. Pfui. So eine Maske. Sehr nett. Ich muss ja wirklich ein bisschen aufpassen. Ah, okay, hier geht's nämlich schon los. Oben links seht ihr schon was, ne? Ah, und oben rechts sehe ich was.
ja, machen wir gleich. Dankeschön. Und. Ja, Entschuldigung. Das sieht man aber im Normalen, glaube ich, nicht so von der Perspektive her, ne? Dass da, also zumindest das Ausrufezeichen Kistchen ist eigentlich ziemlich gut versteckt gewesen immer. Oder es liegt vielleicht doch an dem kontrastreichen, ja, eine kontrastreiche Grafik hier. Mal gucken, was da oben noch ist. Den können wir schon mal kaputt machen. Ist ja kein Problem. Okay, da dürfen wir nicht hin. Ach, okay, das ist dann hier auf der anderen Seite. Entschuldigung. Machen wir mal kurz ab. Haben wir, glaube ich, schwere Kisten, dann auch TNT. Und hier können wir erstmal ganz gediegen die Dinger wieder kaputt machen lassen. Komm, zerstört euch selbst. So, die Sachen haben wir auf jeden Fall mit der Ausrufezeichen-Kiste mindestens aktiviert. Wobei ich mir da auch nicht zu 1000% sicher bin, ob es die jetzt wirklich waren. Aber ich bin wieder froh, ey, ich habe das verkackte, versteckte Edelsteinchen gefunden. Ist doch nice. Wenn es jetzt noch mit allen Kisten und sowas klappt, wovon ich jetzt erstmal nicht direkt ausgehen werde. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Aber mir fällt gerade eine Sache auf. Aber ich habe mich ja so über die fehlenden Schwarzbilder bisher gefreut. Ich weiß gar nicht, ob ihr Schwarzbilder in Aufnahmen hattet. Ist doch geil. Gut, ja, ich würde dann jetzt hier an dieser Stelle erstmal kurz einen Schnitt machen. Ich habe mal kurz auf die Uhr gelünkert. Wir sind bei 16 Minuten 30. Hier ist zwar kein Checkpoint. Aber ich bin zuversichtlich, ich werde den nächsten Checkpoint erreichen, ohne zu sterben. Momentaner Stand 138 von 212 Kisten. Zweimal gestorben, also einmal darf ich noch. Und wir haben den versteckten Edelstein geholt. Ne? Also, dann sehen wir uns dann hier gleich wieder. Oder morgen oder irgendwann. Also, bis dahin. Tschüss.